Okay, trotz anfänglicher Schwierigkeiten haben wir ja die Terroristen gefunden. Das ist alles ein bisschen also unübersichtlich. Man weiß ja gar nicht, wo man hier Kamera von der Drohne. Mission Stronghold, Mission Stronghold, da wissen wir also auch nicht wirklich gleich, welche Mission hier was ist, weil ihr seht ja selber, wenn wir hier reingehen. Wir sind jetzt zwar in dem Dorf. Und wenn wir da reingehen, sind wir schon wieder ganz woanders. Also da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen, dass ihr aber auch auf die richtige klickt. So, dann Restitution des Dorfes. Wir spürten die rebellischen Elemente im Dorf nach Bedak auf. Diese rebellischen Einheiten gehören zur Gruppe, die von Karem Aisha, des ehemaligen ägyptischen Fußballspielers und des ausländischen Kämpfers, geführt wird. Ash wird wegen des Angriffs auf die amerikanische Botschaft gesucht. Greif an und besiege alle Feinde. Es ist möglich, dass wir die Informationen über Aisha und seinen aktuellen Aufenthalt erwerben. Also, wir sollen ja hier auf Zuweisen klicken. Jetzt. Ja. Das wird die Mission des Angriffs. Auf diese Mission sollst du entschieden mehr Truppen als auf Patrouille oder humanitäre Missionen senden. Ich empfehle wenigstens die vorgewählten Einheiten zu senden. Also, das sind die, was er ausgewählt hat. Es gibt vier Typen der Einheiten. Infanterie gut gegen schwere Infanterie, schwach gegen Fahrzeuge. Schwere Infanterie gut gegen Fahrzeuge, schwach gegen Infanterie. Ist klar. Fahrzeuge stark gegen Infanterie, schwach gegen gegen schwere Infanterie. Spezialkräfte stark gegen alle Typen der Einheiten. So. Ihr seht ja, wenn ihr auf die Einheiten geht, gegen was sie gut sind. Infanterie gegen Infanterie gegen Infanterie gegen Infanterie gegen Fahrzeuge. Ich denke aber jetzt trotzdem, dass wir noch ein Fahrzeug mitnehmen werden, weil wir nicht wissen, wie viele Fahrzeuge denn da sind. Also werden wir jetzt mal das noch hinzufügen. Raketentransportfahrzeug. Also gut gegen Fahrzeuge. Wie gesagt, wir nehmen jetzt mal die zwei und diese vier Einheiten noch dazu. Ach, jetzt haben wir, schaut hin, Kampfgeist haben wir hier. Also nicht die Kampfkraft. Kraft jetzt mal abgesehen, das würde mit dem G nicht hinhauen. Ich habe jetzt mal gedacht, dass es so ähnlich wie die Kampfkraft ist. Hier haben wir einen Kampfgeist. So. Zugewiesene Einheiten. Dann werden wir jetzt mal den Angriff hier beginnen. Und jetzt, achso. Also müsste ich jetzt. Besiege die Terroristen im Dorf. Na, okay. Also wir beginnen jetzt mal auf. Das muss ja dann die hier sein. Okay, da haben wir ja diesen Pickup. Ich lasse mal kurz schauen. Ja, aber von wo kommen die? Wir haben doch Tizer schon losgeschickt. Oder mal zuweisen. Stronghold. Ja, das ist blöd, weil hier sind beide gekennzeichnet mit Stronghold. Zugewiesen haben wir doch unsere Einheiten schon. Genau, aber die Fahrzeuge sind nämlich hier unten auch nicht mehr dabei. Achso, wir müssen ja warten, bis sie da sind. Können wir ein bisschen schneller machen. Ah, jetzt schaut hin, da kommen sie. So, jetzt sind sie gleich da. Okay, geringes. Die Führungskräfte bestreiten die Wirksamkeit der Handlungen in der Provinz Kushan. Wenn der Vertrauensgrad der Führungskräfte länger als 24 Stunden unter 15% liegen wird oder der Vertrauensgrad bis 0 sinkt, wird die Operation zur Niederlage erhöht. Ja. Also, wir sind ja jetzt da. Zieh alle Truppen. Nee, ich möchte da zuschauen. Schauen wir schon, ob das hier war. Ja, jetzt kommen sie. Das hier ist, unsere Truppen wurden auf der Sprengsatz geblasen. So, jetzt warte mal.
Das sind unsere Einheiten. Wir könnten, haben wir eine Unterstützung? Nee, haben wir nichts dabei. Jungs, ihr müsst schon treffen. Also wir sind auf jeden Fall im Gewinn, das seht ihr ja hier oben. Wir haben Verletzte, Kommandant. Wir müssen sie schnell evakuieren, sonst sterben sie. Dann werden wir nicht nur die Truppen verlieren, sondern bekommen wir auch eine Strafe. In Service Points während der Evakuierung. Klick auf das Symbol der Mission und weise dem Medivac-Hubschrauber zu. Du kannst die Evakuierung in der Ansicht von der Drohne beobachten. Jetzt warte mal. Also auf die Miss Einheitner. Nee. Mission. Aber da mal zuweisen und dann sollen wir warte mal, Black Hawk. Wie kann ich das jetzt wieder so mit hier draufklicken? Ja, aber wir können hier aber nichts auswählen. Wir haben aber nur diese Hubschrauber. Fortsetzen. Ja. Gute Frage. Wie soll das funktionieren? Oh, warte mal, da war noch irgendwas. Was ist das hier? Ach so. Medizinische Evakuierung. Unsere Soldaten sind schwer verletzt und bedürfen sofortigen medizinischen Hilfe. Kommandeur, wir müssen sie retten. Evakuiere sie sofort. Ach, hier haben wir sie. So. Ach, ich kann nur einen auswählen. Befehl. Das ist ja blöd. Ach so. Medizinische Evakuierung. Sende die Drohne, weil sie in der Aktion ist. Jetzt schauen wir schnell hier rein. Wir können ja zuschauen, heißt. Das schaut aber so aus, dass sie hier auf jeden Fall den Gegner zerschlagen haben. Also da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen hier in das Spiel. Jetzt warte mal, ich möchte dich aber trotzdem mal hier zuschauen. Ne, können wir auch nicht mehr auswählen. Buffet, da können wir nichts auswählen. Das müsste doch heißen, dass wir eigentlich noch alle Mann haben und der Gegner hat schon über 100 Mann verloren. Ja, ich möchte eigentlich noch nichts zurückziehen. Sicheres Gelände. Und wir senden die Truppe zur Sicherung des Geländes. Denk an die Minenräumfahrzeuge. So, da sollen wir auch noch Truppen hinschicken. Jetzt war da mal schwere Infanterie, leichte Infanterie. Aber ich weiß gar nicht, wie viel wir da hinschicken. Schicken wir jetzt einfach mal zwei Fahrzeuge hin. So, dann haben wir das auch schon mal. Aber wie funktioniert das jetzt hier mit dem? Jetzt muss ich nochmal schauen, wo war denn das? Ja, sag mal. Das haben wir ja. Befehl, Patrouille, Lernprogramm für richtiger Kampf.
Wo ist das jetzt hier mit dieser Verwundung? Warte mal, vier Typen. Ja, die sind im Kampf. Da haben wir das. Achso, wir haben Verletzte. Wir müssen sie schnell evakuieren. So, klicken auf das Symbol der Mission. Hubschrauber zu. Aber jetzt hat die Mission oder die Mission? Das ist komisch. Zuweisen. Ein Helikopter fehlt ja, aber dann frage ich mich, wo der ist. So, müssen wir vielleicht auf Play drücken. Ah, jetzt. Nee. So schön, wie vielleicht das Spiel sein könnte, aber es ist alles hier so ganz schlecht erklärt, finde ich. Und vor allem, wir sind hier oben angestiegen. Bericht von der Aktion. Also, das haben wir. Dann haben wir auch des Dorfes, also das haben sie hier erledigt. Ich hoffe mal, dass das hier wieder steigt. Die Einwohner des Dorfes liefern uns die Informationen über Karim Aish, der einen gefährlichsten durch die CIA gesuchten Terroristen. Bevor wir gegen ihn schlagen, solltest du seine Bio lesen, die von CIA erstellt wurde. Öffne das Menü Jagd auf die Terroristen mit der Taste im unteren des Bildschirms. Achso. Das ist gar keine Mission hier, also Jagd auf die Terroristen, sondern die Übersicht von den Terroristen, also so wie man es von den Kartells hier kennt, mit den ganzen Anhängern, so ist es hier. Aus Ägypten stammender Fußballspieler und Terrorist für die Organisation des Angriffs auf die amerikanische Botschaft in Kairo gesucht, in dem 20 Personen ums Leben kamen und mehrere verletzt wurden. In die Vorbereitung auf den Angriff vom 11. September engagiert. Nach den Angriffen vom 11. September versteckte er sich in Afghanistan. Nach dem Niederfall der vorherigen Regime versteckte er sich in der Provinz Kushan. Der Geheimdienst informiert, dass es für Schmuggeln der Waffen und der explosiven Materialien zuständig ist. Geständnis des ehemaligen Trainers. Okay, das können wir dann hier schon mal überhaupt nicht lesen. Eine der Hauptaufgaben in der Provinz Kushan ist die Jagd auf die Terroristen. Hier kannst du deine Fortschritte beobachten. Zusätzlich kannst du die erhaltenen Informationen über die Terroristen prüfen. Es ist besser, den Feind zu kennen, nicht wahr, Kommandant? Wenn du fertig bist, schließe den Bildschirm der Jagd auf die Terroristen und bereite dich auf die ankommende Mission vor. Mustafa Al-Temis. Da können wir auch nichts lesen bei dem hier. So, das steigt natürlich überhaupt nicht. Genau. Die sind da unten. Aber wie kann ich denn... Wir können keine senden, weil die nämlich alle in Aktion sind. Kraftstofffüllstand. Warte mal, Übertragung von der Drohne. Aber wie können wir dann die Drohne eigentlich wieder zurückschicken, wenn das erledigt ist? Ah, jetzt. Sende die Drohne. Nee, nee, die soll auch zurück. Wüstendorf um die Ase gebaut. Die Einwohner leben vor allem aus der Viehzucht. Der Geheimdienst verdächtigt, dass einige Waffenlager vor Schmugglern auf diesem Gebiet versteckt werden können. Drohne bereits gesendet. Ah. Zurück. Jetzt. Okay. Dann müssten wir hier die Drohne hinschicken. Ja, muss man mal ein bisschen spielen und dann kommt man damit schon dahinter. Also wenn es grün ist, ist erledigt. Drohne dann zurückschicken. Jetzt müssen wir halt dann nur aufpassen, dass wir auch auf die richtige Drohne gehen. Jetzt schauen wir uns einfach mal die da. So, jetzt kommt dann gleich wieder unser kleiner Hänger. So wie jetzt. Na, es schaut halt überhaupt nicht schön aus. Jetzt wollen wir mal gucken. Das sind unsere Einheiten hier. Wie gesagt, wir können ja leider nichts machen. Das machen ja die alles von selber.
So, Mission erfolgreich. Die Mission hat begonnen. Schmuggler. Informationen über die Höhle, in der das Karim Asche und seine Kräfte gebrachten Gewehre versteckt ist. Beende die Operation gegen Schmuggler und beseitige den Anführer der Terroristen. Greife an und besiege alle Feinde auf dem bestimmten Gebiet. Okay. Ah, schaut mal hier hin. Also die erholen sich nicht wieder. Leichte Infanterie, schwere Infanterie. Wir wissen natürlich auch nicht, wie viele Leute der Gegner denn hier drin hat. Wir werden auf jeden Fall mal mehr Infanterie schicken. Und auf jeden Fall gegen Infanteriefahrzeuge. So, beginne den Angriff. Okay, hier haben wir einen verletzt und keiner gefallen. So. Die fahren dahin. Da senden wir mal die Drohne mit hin, damit wir auch zuschauen können. So, jetzt lass mich mal schnell hier reinschauen. Na, wieso kommt meine Drohne nicht? Jetzt. Also, Schmuggler hat begonnen und Hinterhalt. Das sind unsere Einheiten hier. Das auch. Gehen wir mal auf Hinterhalt. Das müsste dann die Drohne sein. Genau, hier müssten sie bei der Höhle sein. Klar, mal kurz gucken. Ja, wir sehen aber keine. Einheiten von uns. Sind die noch gar nicht da? Achso, wieso geht es immer in den Pause-Modus hier rein? Mission fehlgeschlagen. Der Hinterhalt. Oh. In der Aktion gefallen einer. Vom Gegner überhaupt nichts. Ja, die brauchen auch zu lange, bis sie da sind. Deswegen ist es fehlgeschlagen. So, hier sind sie im Kampf. Das haben wir erfüllt. Das passt. Aber warum das hier oben nicht steigt? Sicherheit in Stronghalten 0 plus 10. Keiner gefallen. Vom Gegner auch nicht. Boah, shit. Die erste Mission schon fehlgeschlagen. Missionsversagen haben wir hier. So, nächste Mission. Jagd auf den Feind. Trotz unserer Handlungen bleibt Karim Asch auf freien Fuß. Ja, ihr seht schon, hier fehlen auch Buchstaben. Wir verdächtigen, dass er sich in der verlassenen Basis der afghanischen Polizei versteckt. Laut der gesammelten Informationen dient die Basis als Gewehr- und Ausrüstungslager für lokale Rebellen. Unsere Quellen betonen, dass dieser Ort von den großen kämpferischen Kräften geschützt wird. Greif an und besiege alle Feinde auf dem bestimmten Gebiet. Jetzt schicken wir aber erstmal hier eine Drohne hin, die wo er hier hinfliegt. Zuweisen. Wir werden auf jeden Fall Fahrzeuge mitnehmen, dass die auf jeden Fall mal ein bisschen unterstützen hier. So, leichte Infanterie. Das war natürlich aber auch nicht so viel. Jetzt warte mal, wir nehmen jetzt mal ein paar mehr mit. Dann schicken wir die mal hin. Ja, also ihr müsst aufpassen, ihr seid wirklich immer im Pause-Modus. Und ihr müsst da draufklicken, damit auch da oben nichts mehr angezeigt wird. Das geht nämlich von selber hier nicht weg. So. Also. Unsere Drohne ist auf jeden Fall da.
Leicht bewaffnete Kämpfer. Ach, da sind sie. Hier. Ja, da sehen wir es jetzt auch schön mit den Waffen in der Hand. Okay. So, jetzt lassen wir kurz gucken, wo sind unsere Einheiten. So, jetzt sind sie im Gefecht hier. Lass mich mal kurz reinschauen. Der Gegner verliert nämlich sau schnell. Wo sind unsere Einheiten? Da haben wir sie. Fahrzeug vom Gegner zerstört. Begegnung gewonnen. Ich hoffe mal, wir haben auch den Anführer erlegt. So. Gefallen 8 Stück vom Gegner. 40 Siegpoints haben wir bekommen. Aber war jetzt er dabei? Pickup-Kämpfer. Leicht bewaffneter Kämpfer. Taliban-Mörser. Aber dann war doch... Dann war aber... dieser Terrorist nicht dabei. Oh, doch. Ausgeschaltet, schaut hin. Status getötet. Okay. Ja, aber das da oben wird nicht mehr... positiv, negativ, hohe... Warte mal... hohe durchschnittliche Popularität. Voraussicht der SP-Änderung 145. Aber hat es nicht geheißen, wir können auch was noch mehr dazu kaufen? Wir könnten aber hier mal die Drohne hinschicken. So, humanitäre Missionen. Schauen wir mal schnell rein. Können wir auch nochmal welche losschicken. Würde ich aber sagen, erstmal nur leichte Infanterie. Warte mal. Auf. Dahin. 1, 2, 3. Dann werden wir das Nummer 3 schicken, und zwar in das Dorf. Also da müssen wir aufpassen, dass wir das auch gleichzeitig hier in alle Dörfer schicken. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Wir haben nur ein Dorf ausgewählt. Wir wollen es aber natürlich gleich in allen Dörfern hier haben. Schauen wir mal schnell auf die Drohne. Auch wenn jetzt nichts in diesem Dorf wäre, ihr könnt ja trotzdem mit der Drohne hin und dann mal schauen. Aber ihr seht schon, wenn jetzt nichts gescannt wird, sind es alles Zivilisten. Also nur wenn es gescannt wird, sind Terroristen. Also gut zu wissen, wie gesagt, man muss da wirklich erstmal ein bisschen spielen, damit man hier ins Spiel auch reinkommt. Jetzt werden wir aber die Drohne erstmal zurückschicken, die werden wir jetzt hier nicht brauchen. So, wir haben jetzt auch momentan hier überhaupt keine Missionen mehr. Wir müssen aber auch neue Provinz noch erkunden, hat es geheißen. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das denn machen. Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Wie gesagt, wir haben unseren ersten Terroristen ausgeschaltet. Und ihr seht, hier gibt es noch jede Menge. Also ich denke mal, da mit dem Spiel werden wir nicht mal so in 2-3 Stunden durch sein. Okay, naja. Also die anderen Missionen haben besser geklappt. Wie gesagt, eine fehlgeschlagen. Ich glaube, wir haben zu spät Einheiten hingeschickt. War unser Problem. Also ihr müsst ja hier wirklich aufpassen. Sobald die Mission aufleuchtet, müsst ihr da sofort handeln. Eigentlich wie 9-11 Operator. Das haben wir halt leider ein bisschen zu spät gemacht. Jetzt warte mal, wir können... Ah, ruf den... Ach so.
den Befehl abrufen. Wir müssen ja auch die Leute zurückbringen. Jetzt bringen wir die erstmal zurück und dann müssen wir eh nochmal zwecks patrouillieren. Genau, wir haben jetzt dann nämlich hier... Molek, was ist jetzt los? Ja, eine neue Mission. Angriff auf den Dorf. Also Angriff auf... Angriffe auf den Dorf. Angriffe auf das Dorf müsste eigentlich heißen. Also wie gesagt, die deutsche Übersetzung. Lass mal jetzt mal, die ist noch nicht wirklich perfekt. Aber so im Großen und Ganzen versteht man eigentlich, was man machen soll. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal schnell hier neue Patrouille. Gehen wir mal den Striker dazu. Sicher mal wegen hier. Und Strecke 3, weil die haben wir ja jetzt nach Hause geschickt. So. In der nächsten Folge werden wir dann Angriffe auf das Dorf spielen. Schwierigkeitsgrad, hier haben wir schon 2 Orden. Und ja, die Rebellen greifen die Dörfer aus Rache an. Also da müssen wir auf jeden Fall schnell sein. Wir werden jetzt hier erstmal Pause machen, dass uns hier die Zeit nicht verstreicht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt weiterhin dabei. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tell me that you love me.